Hallo liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Video 10.1 Wiederholung Binomialverteilung. Erinnert ihr euch noch an die Videos vor den Ferien? Ja. Ich habe mir damals so ein Häschen gegönnt. Hier ist es nochmal. Und der Latein, der war immer ein bisschen neidisch auf mein Häschen. Und ich habe jetzt gehört, er will sich gleich zwei Häschen gönnen. Ja, werde ich mir auch, damit ich endlich mal mithalten kann. Aber ich möchte mir die nicht einfach kaufen, sondern wenn ich schon Häschen mir besorge, dann will ich sie gewinnen. Und zwar folgendermaßen. Ein Glücksrad wird dreimal gedreht. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass man zwei Häschen gewinnt. Also bezahlt sozusagen für dreimal drehen. Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dabei zwei Häschen bekommt? Ah, so sieht also Ihr Glücksrad aus. Das ganz heißt, genau. In ein Viertel aller Fälle gewinnen Sie dann ein Häschen. Richtig. Okay, da können wir ganz einfach einen Wahrscheinlichkeitsbaum zeichnen. Das könnten Sie auch mal machen können, oder? Ja, zum Beispiel, man könnte so anfangen. Man überlegt sich, es gäbe zwei Möglichkeiten beim ersten Mal drehen. Entweder man gewinnt sofort ein Häschen oder man gewinnt kein Häschen. Ja gut, das dreht man aber dreimal. Das heißt, wir müssen den Baum auch größer machen. Haben Sie dran gedacht? Ja, natürlich habe ich da dran gedacht. Was glauben Sie denn? Genau so. So ist richtig, natürlich. So, diese Zeile hier ist das erste Mal drehen. Diese Zeile ist das zweite Mal drehen. Und diese Zeile ist das dritte Mal drehen. Okay, dann überlegen wir uns einfach mal, in welchen Fällen Sie zwei Häschen gewinnen. Gut, schauen wir mal durch. Von links her. Gut. Der erste Fall halt, wo zwei dieser grünen Haars sind. Also hier kein Häschen. Hier. Genau. Im ersten drehen kein Häschen, aber im zweiten und dritten drehen ein Häschen. Also in diesem Fall hier. Okay. Und dann noch, gut. Wo sind noch zwei Haars? Also da gibt es nichts mehr. Hier gewinnt man im ersten Fall schon ein Häschen, im zweiten keinen mehr. Der wäre nichts. Aber hier gewinnt man noch ein Häschen. Ja. Das heißt, hier sind zwei Häschen. Und wo noch? Wo noch? Schauen wir her. Häschen beim ersten, Häschen beim zweiten, dann darf es beim dritten keinen geben, man will ja zwei gewinnen, dann ist hier keiner, also hier. Diese drei Fälle wären sozusagen, dass ich bei dreimal drehen zwei Häschen gewinne. Okay, das heißt, wir müssen ja nur die Wahrscheinlichkeit in diesen drei Fällen berechnen und die zusammen addieren. Vielleicht kriegt das sogar ihr noch hin. Ja, probiert es mal, wir sehen uns wieder in 3, 2, 1. So, wir haben uns Folgendes überlegt. Wir nehmen mal den allerersten Pfad, bei dem das Ergebnis passt. Die Wahrscheinlichkeit, beim ersten Drehen kein Häschen zu haben, das wäre sozusagen in diesem Feld zu landen, ist 3/4. 3/4. Mal der Wahrscheinlichkeit, beim zweiten Drehen ein Häschen zu haben, das wäre 1/4. Mal der Wahrscheinlichkeit, beim dritten Drehen ein Häschen zu haben, das wäre wieder 1/4. Also das rote hier, 3/4 mal 1/4 mal 1/4, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass diese Variante hier eintrifft. Gut, und der blaue Pfad, da gewinnt man erst ein Häschen, die Wahrscheinlichkeit 1/4. Dann verliert man, gewinnt keins, mal 3/4. Dann gewinnt man wieder eins, mal 1/4. Gut, und als letzte Möglichkeit, man gewinnt eins, man gewinnt noch eins und dann beim dritten gewinnt man keins. Das wäre das hier. Gut, und ihr seht, in jedem Summand steckt einmal 3/4 und zweimal 1/4. Das heißt, man kann das auch zusammenfassen zu dreimal, Klammer auf, 1/4, Klammer zu, hoch 2. Mal 3/4. So, das Ganze kann man jetzt auch einfach ausrechnen und dann sollte man auf 0,1406 oder 14,06% kommen. Also die Wahrscheinlichkeit, wenn ich das Ganze mache, dass ich zwei Häschen gewinne und endlich mehr Häschen als Herr Fähnrich habe, wäre gerade mal 14%. Das ist nicht so toll. Ja, das ist sehr gering. Übrigens, diese Formel, die da unten steht, dieses 3 mal 1/4 hoch 2 mal 3/4, auf die kann man auch direkt kommen, wenn man sich noch an die Bernoulli-Formel erinnert. Wir haben die Bernoulli-Formel auch mal hingeschrieben. P, Klammer auf, x gleich 2. Also x ist im Endeffekt der Gewinn, dass man zweimal gewinnt. X zählt sozusagen immer die Anzahl der Gewinne. Das ist diese sogenannte Zufallsvariable. X gleich 2 heißt 2 Gewinne. X gleich 3 wären 3 Gewinne. X gleich 1 wäre 1 Gewinn. Und dann ist gleich, dann kommt dieser komische Binomialkoeffizient. 3 über 2, so spricht man den, 3 über 2. Das gibt die Anzahl der Pfade an, dass man bei dreifacher Durchführung zweimal gewinnt. Bei uns war das sozusagen dieser Pfad und dieser Pfad, also drei Stück. 3 über 2 ergibt also als Ergebnis 3. Damit es nicht so verwirrend ist, machen wir mal ein anderes Beispiel. Was wäre denn der Binomialkoeffizient 3 über 3? 3 über 3 würde heißen, bei dreimaliger Durchführung dreimal gewinnen. Das heißt, es wäre nur dieser eine Pfad hier, da gewinne ich dreimal. Das heißt, 3 über 3 wäre 1, ein Pfad. Richtig, sehr gut. Noch ein Beispiel. Was wäre 3 über 1? 3 über 1 heißt, bei dreimaliger Durchführung gewinne ich ein Häschen. Das wäre, schauen wir uns mal an,
hier. Okay, eins. Das wäre hier. Zwei. Und das wäre hier. Genau, also 3 über 1 wäre auch dann 3. Gut, also was ihr aufpassen müsst, hier niemals hier einen Bruchstrich reinschreiben. Das ist nämlich kein Bruch, sondern Binomialkoeffizient. Und das Ganze bitte nicht mit einem Vektor verwechseln. Das sieht nahezu genauso aus, ist aber keiner. So, wie geht die Formel weiter? Danach kommt die Wahrscheinlichkeit, dass man gewinnt, also hier in dem Fall 1/4. Das Ganze in Klammern hoch 2, weil wir ja zweimal gewinnen müssen. Das ist die Zahl von hier vorne. Genau. Und dann? Dann kommt die Wahrscheinlichkeit, nicht zu gewinnen, also dieses 3/4 hoch, und jetzt muss man aufpassen, die gesamte Anzahl an Versuchen, die man macht, das wären 3-mal, wir haben ja 3-mal gedreht, minus der Anzahl Gewinne, die wir hier vorne haben, also 3 minus 2 hoch 1, 3/4 hoch 1, und das entspricht genau dem, was wir hier geschrieben haben. So, und mit Hilfe dieser Bernoulli-Formel können wir jetzt auch deutlich schwierigere Aufgaben bearbeiten, wo wir vielleicht deutlich öfter ziehen als gerade eben. Und ein Baumdiagramm für 3 Versuche zu zeichnen, okay, wenn es dann mal 7, 8, 9, 10 werden, hat man irgendwann keinen Bock mehr drauf. Und das macht man dann mit dieser Bernoulli-Formel. So, eine ganze Vielzahl von Begriffen, über die wir jetzt sprechen sollten. Und zwar der sogenannte Bernoulli-Versuch. Das ist ein Zufallversuch, bei dem es genau 2 Ausgänge gibt. Die bezeichnen wir als Treffer oder Niete, also kein Treffer. Die Wahrscheinlichkeit, einen Treffer zu haben, ist klein p. Und entsprechend ist dann die Wahrscheinlichkeit, eine Niete zu haben, 1 minus p. Einfach daher, es gibt nur 2 mögliche Ausgänge. Wenn die Wahrscheinlichkeit, in 1 zu haben, p ist, dann bleibt für die andere sozusagen nur noch der Rest bis zu 1. Und das wäre 1 minus p. Gut, und wenn man so einen Bernoulli-Versuch mehrmals hintereinander macht, dann spricht man von einer Bernoulli-Kette. Das ist also eine n-mal unabhängige Durchführung eines Bernoulli-Versuchs. Unabhängig heißt, dass sich die Wahrscheinlichkeit von einer Durchführung zur anderen nicht ändert. Gut, dann die Zufallsvariable x, die zählt sozusagen, wie viele Treffer man bei einer Bernoulli-Kette hat. Also wenn man 10-mal durchführt und man möchte 5 Treffer, dann wäre x gleich 5. Wir schauen uns das nach einer Aufgabe auch noch genauer an. Dann gibt es die berühmte Bernoulli-Formel. Die berechnet die Wahrscheinlichkeit groß p für R-Treffer bei ebenso einer Bernoulli-Kette der Länge n. Diese Wahrscheinlichkeit groß p berechnet man dann mit x gleich, also für x gleich r, also dass die Anzahl der Treffer r sind, mit dem Binomialkoeffizient n über r mal der Wahrscheinlichkeit für einen Treffer, klein p, hoch die Anzahl der Treffer r, mal die Gegenwahrscheinlichkeit 1 minus p hoch die Anzahl der Gegentreffer sozusagen, n minus r. Gut, und dieser eben genannte Binomialkoeffizient n über r ist nochmal zur Erinnerung die Anzahl der Pfade bei n Durchführungen mit r Treffern. Der also sagt, wie oft kommt dieser Pfad im Baumdiagramm vor. Und diese 5 Begriffe sind im Endeffekt, so wie Englisch-Vokabeln, sind das Mathe-Vokabeln. Die muss man einfach wirklich auswendig lernen. Dann könnte man darüber ja eigentlich auch so eine Art Mathe-Vokabeltest schreiben, oder? Ja, aber ein Mathe-Vokabeltest, wer macht denn sowas? Die Idee ist gar nicht so schlecht. So, die Aufgabe lautet, berechnen die Wahrscheinlichkeit beim 20-malen Würfeln genau 7 Sechsen zu werfen. Fangen wir damit direkt an. Also mit einem normalen Würfel hat man ja 6 Seiten, also können die Zahlen von 1 bis 6 werfen. Uns interessiert aber nur 6 oder keine 6, Treffer oder Niete. Deswegen ist das ein Bernoulli-Versuch. Gut, und immer wenn man einen Bernoulli-Versuch hat, solltet ihr euch ein paar Sachen gleich zu Beginn der Aufgabe, bevor ihr mit den eigentlichen Rechnungen anfangt, aufschreiben. Und zwar zum einen, was das x zählt, in dem Fall die Anzahl der Sechsen, das sind unsere Treffer. X ist damit automatisch binomial verteilt, und zwar mit folgenden Parametern, n ist 20, es wird 20 mal gewürfelt, und die Wahrscheinlichkeit, eine 6 zu kriegen, die ist 1/6. So, und jetzt kann man die Bernoulli-Formel anwenden. Wir sollen nämlich die Wahrscheinlichkeit groß p berechnen, dass man genau 7 Sechsen hat, also 7 Treffer. Das könnt ihr mal machen, die Formel aufschreiben, berechnet sie noch nicht, die Lösung gibt es in 3. 2, 1. So, hier hätten wir die Bernoulli-Formel für p x gleich 7. Wir haben den Binomialkoeffizienten 20 über 7 mal
die Trefferwahrscheinlichkeit hoch 7, weil wir gerade für 7 es untersuchen wollen, und mal die Nietenwahrscheinlichkeit 1 minus 1 Sechstel, das ist 5 Sechstel, hoch 13, bleibt übrig bei 20 Versuchen minus 7, die eben einen Treffer ergeben, dann wären es gerade noch hoch 13. Gut, das ist ein Binomialkoeffizient, könnte man auch irgendwie ausrechnen. Es gibt aber eine einfache Möglichkeit, das schön mit dem GTR. Wir haben ihn rechts auch schon mal eingeblendet, wie man das komplette Endergebnis ausrechnet. Das ist in unserem Fall die Funktion Binomial PD mit den drei Parametern RNP. R ist in unserem Fall 7, N ist 20 und klein p ist ein Sechstel. Gut, das Tolle an dieser Funktion ist, die ersetzt die gesamte Bernoulli-Gleichung. Das heißt, ihr müsst nicht von Hand den Binomialkoeffizienten ausrechnen, dann das ausrechnen, sondern sofort davon wird das Ergebnis geliefert mit dem GTR. Und das zeigen wir euch jetzt wie. Ihr seid im One-Menü des GTRs und tippt die Taste Option an. Dann die Taste F5 Stadt, Statistik. Dann F3 Dist. Dann F5 Binden. Und da BPD, also F1, dann habt ihr die, dann müsst ihr die drei Parameter eingeben, also R7, dann Komma, wirklich ein Komma, kein Punkt, dann 20, N, dann wieder ein Komma und dann unser klein p, ein Sechstel, dann nehmen wir einen Bruch und tippen ein Sechstel ein. Klammern wieder zu. Und wir haben unser Ergebnis 0,0259. Und wir notieren uns dann auch direkt, mit dem GTR gibt es den gerundeten Wert 0,0259 oder 2,59%. Ihr werdet euch vielleicht wundern, warum ganze 4 Nachkommastellen. Das werden wir in dem Fall hier bei der Wahrscheinlichkeit immer machen, damit dann anschließend bei den prozentualen Werten noch 2 Nachkommastellen existieren. Wenn ihr den GTR benutzt, wie immer einfach über das Ist-Gleichzeichen GTR drüber schreiben und dann braucht ihr das, was wir da in blau geschrieben haben, auch gar nicht mehr schreiben. Gut, dann kommen wir jetzt zu B. Höchstens 5 Sechsen zu werfen. Gut, brauchen wir auch wieder eine Großwahrscheinlichkeit, Groß P. Und wir schreiben es erstmal genauso auf, wie es da steht. Höchstens 5 Sechsen. Also Groß X soll höchstens, das heißt nicht mehr als 5 sein, das heißt kleiner gleich 5. Okay. Zu überlegen, wenn es kleiner gleich 5 sein soll, dann kann Groß P von X gleich 5 sein. Es kann aber auch p von x gleich 4 sein und p von x gleich 3 und 2 und 1 und 0. Genau, und diese ganzen, das sind ja dann im Endeffekt 6 Summanden, die könnten wir jetzt einzeln im Taschenrechner berechnen und aufsummieren. Bis p von x gleich 5. Und dafür braucht ihr im GTR folgenden Befehl. Der Befehl heißt Binomial CD, auch wieder mit denselben Parameter R, N und P. Gut, den ganzen Befehl ruft man im GTR mit denselben Schritten auf wie gerade eben. Hier ist es so, wir sind noch in dem Fenster von eben, also müssen wir den nicht wiederholen. Direkt neben Binomial PD findet man noch Binomial CD, sodass wir den jetzt hier eingeben können mit unseren jetzigen Parametern. Das R ist jetzt 5, logischerweise sehen wir ja vorne. N bleibt 20 und für P haben wir wieder ein Sechstel. So, und dafür liefert uns unser GTR die Wahrscheinlichkeit von 0,8982 oder 89,82%. Okay, dann kommen wir zur C, mindestens 5 Sechsen zu werfen. Wir schreiben wieder genauso auf, was gesucht ist, wie es in der Aufgabe steht. Also Groß P, unsere Zufallsvariable, ist jetzt mindestens 5 Sechsen, also größer gleich 5 oder mehr. Gut, naja, da gibt es jetzt eine dritte Möglichkeit hier drüben im GTR. Das wird ja wahrscheinlich die sein, dann können wir es ja wieder direkt eingeben. Ja, leider ist es die nicht. Das ist eine ganz andere Funktion, die bringt uns hier leider gar nichts. Wir müssen eigentlich mit diesen zwei Funktionen im GTR komplett auskommen. Mehr haben wir nicht. Mhm. Das heißt, wir müssen es irgendwie umschreiben, dass wir entweder auf x gleich oder x kleiner gleich kommen. Gut, jetzt überlegen wir mal. Mehr. Also 5 oder mehr Sechsen heißt ja, welche Fälle fallen weg? Es fällt weg 0, 1, 2, 3 und 4. Das heißt, die müssen wir irgendwie wegkriegen. Weil insgesamt, wenn wir sagen würden, es ist egal, wie viele Sechsen fallen, wäre die Wahrscheinlichkeit 100%. Gut, dann sagen wir doch einfach, wir haben 100%. Das ist ja bei uns 1 eigentlich. Mhm.
minus die Fälle, die jetzt nicht dabei sind. Gut, die können wir jetzt einzeln abziehen. Minus p von x gleich 4, minus p von x gleich 3, minus p von x gleich 2, minus p von x gleich 1, minus p von x gleich 0. Ja, oder einfach p von x kleiner gleich 4. Ah, ich sehe schon. Da können wir Zeit sparen. Ein bisschen. Und das können wir jetzt in den Taschenrechner wieder eingeben. Und zwar direkt rechts 1 minus. Und dann wieder diese Funktion binomial cd mit jetzt den Parametern 4, 20 und 1 Sechstel. Ups, da ist keine 20. Und 1 Sechstel. Unser Ergebnis, gerundet wir im GTR, lautet 0,2313, also 23,13%. Gut, kommen wir zu D. Mindestens 3 und höchstens 5 Sechsen. Schreiben wir das genauso auf, wie es da steht. Kurs P. Und jetzt ist unser x von zwei Seiten eingeschränkt. Also mindestens 3, das heißt 3 kleiner gleich, weil unser x soll ja mehr als 3 sein. Also mindestens 3 oder mehr. Und unser x soll auch, naja, höchstens 5 Sechsen, also 5 oder weniger, also kleiner gleich 5 sein. So. Dafür gibt es natürlich, ihr denkt schon, auch keine Funktion im GTR. Aber vielleicht könnt ihr jetzt mal ein bisschen kreativ überlegen, wie könnte man, wenn man nur die x ist gleich oder die x kleiner gleich Funktion hat, das hier wieder zusammensetzen. Überlegt es euch mal. Wir sehen uns wieder in 3, 2, 1. Gut, im Prinzip, was suchen wir? Wir suchen den Fall x gleich 3, den Fall x gleich 4 und den Fall x gleich 5. Die anderen wären größer oder kleiner. Das heißt, die drei, wir könnten sie wieder einzeln ausrechnen und zusammen addieren. Oder wir machen uns was zu Nutzen. Ja, wir können nämlich sagen, es sind ja eigentlich alle Fälle, wo x kleiner gleich 5 sind. Haben wir hier. Okay, da hätten wir noch ein paar zu viel, und zwar 0, 1, 2 hätten wir da zu viel. Die ziehen wir wieder ab, also minus die Fälle, wo x kleiner gleich 2 ist. Gut, und das können wir so wieder in den GTR eingeben. Das haben wir hier drüben schon gemacht. Ihr seht schon, binomial CD 5, 20, 1 Sechstel, minus das Ganze mit 2, 20, 1 Sechstel. Und wenn wir das jetzt ausrechnen, erhalten wir 0,5695. So, das Ganze nochmal sauber aufgeschrieben. 57% aller Fälle wirft man 3 Sechsen, 4 Sechsen oder 5 Sechsen. Den Erwartungswert, da könnte man jetzt eine Wahrscheinlichkeitsverteilung erstellen, wäre aber ein bisschen aufwendig. Wenn man einen Bernoulli-Versuch hat, dann gibt es immer eine einfache Formel. Der Erwartungswert ist dann einfach n mal p. Also der Erwartungswert von einer Zufallsvariablen ist beim Bernoulli-Versuch n mal p. Das macht ja auch Sinn, überlegt mal, n ist 6, also man würfelt 6 mal, dann hat man 6 mal ein Sechstel, ist also 1. Naja, im Schnitt, wenn man 6 mal würfelt, erwartet man ja auch genau eine 6. Ja, ist relativ logisch. Ja, aber jetzt machen Sie mal weiter. Gut, ist n mal p. N ist in unserem Fall 20. P ist ein Sechstel. Dann haben wir ein Sechstel mal 20. Das wären 20 Sechstel oder auch 10 Drittel. Und 10 Drittel wäre gerade eben 3, Periode 3. Gut, aber 3, Periode 3 Sechsen können wir ja nie genau würfeln. Nee. Wir können entweder 3 Sechsen würfeln oder 4. Gut, in dem Fall muss man das Folgende machen. Man schaut sich an, was ist wahrscheinlicher? 3 Sechsen zu würfeln oder 4 Sechsen zu würfeln. Und das beantwortet dann die Frage, wie viele Sechsen man im Schnitt erwartet. Das könnt ihr jetzt eigentlich mal machen. Berechnet mal p von x gleich 3 und p von x gleich 4. Und wir sehen uns wieder in 3, 2, 1. So, die Wahrscheinlichkeit, genau 3 Sechsen zu würfeln, ist 23,79%. Die Wahrscheinlichkeit, genau 4 Sechsen zu würfeln, 20,22%. Was heißt das? Naja, das heißt, dass man im Schnitt 3 Sechsen erwartet, weil die Wahrscheinlichkeit einfach höher ist. Gut, ihr seht, wir haben um die Formel für den Erwartungswert noch einen roten Kasten gemacht. Liegt daran, wir hatten das vorhin nicht bei dem allgemeinen Aufschrieb. Es ist aber so, hin und wieder mal wird danach gefragt. Deswegen, wenn ihr diese Musteraufgabe im Heft habt und da den roten Kasten rummacht, vielleicht am Rand noch ein kleines Ausrufezeichen und so, dann wisst ihr, da ist nochmal eine kleine Regel versteckt. So, das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Tschüss.